Der Thai tickt ganz anders, der Thai denkt anders und er arbeitet auch anders. Wenn der meint, jetzt ist langsam, jetzt ist Ruhe, dann ist für den jetzt langsam Unruhe, ob da jetzt 30 Leute sitzen oder nicht. Hallo, ich bin Sven Zitterling, komme aus Hanau, bin 49 und habe insgesamt 18 Jahre im Ausland gelebt. Davon 13 Jahre Thailand, über 2 Jahre Miami, über 2 Jahre Bali und über 2 Jahre Spanien. Und bin jetzt seit knapp 5 Jahren wieder in Deutschland. Eine Zeit lang hatte ich einfach die Schnauze voll von Deutschland und da kam halt die Idee mit dem Tauchlehrer, ne, und so bin ich dann halt irgendwann mal ins Ausland gekommen. Aus einer Idee heraus, die eigentlich auch im Urlaub entstanden ist, das war ja das Lustige, hab dann gleich einen Deutschen kennengelernt, der auf Bali gelebt hat, hab dort meinen Tauchschein gemacht und schwupp, hab ich im Ausland gelebt. Erst habe ich auf Bali gelebt. So, und auf Bali war ja damals die Bali-Bombe. Wo die mit den Rucksacktouristen, die sich da in die Luft gesprengt haben. Und somit war Bali eigentlich tot, weil die haben damals über 2000 Taxis stillgelegt, 20.000 Leute aus den Supermärkten, Gastronomie entlassen. Die Aussies und die Engländer durften nicht mehr nach Bali und deswegen war das Business dort down. Für uns Tauchlehrer gibt es da eine Webseite, die heißt taucher.net. Und da kannst du suchen, suchst du Arbeit oder bietest du Arbeit? Und da war halt das nächste vom Flugziel her auch Thailand. Ja, und so bin ich dann halt nach Khao Lak gekommen. Thailand oder auf Bali, die haben eine ganz andere Einstellung zum Leben und genauso auch zum Arbeiten. Das Hauptproblem ist einfach dadurch, dass ich gelernter Gastronom bin. Und du hast einen gewissen Ablauf, du hast ein gewisses Niveau und das Niveau möchtest du auch halten. Und das ist halt, wenn du in Thailand, so wie ich, einen Biergarten hattest, mit Thais absolut nicht machbar, weil der Thai tickt ganz anders, der Thai denkt anders und er arbeitet auch anders. Wenn der meint, jetzt ist langsam, jetzt ist Ruhe, dann ist für den jetzt langsam Unruhe, ob da jetzt 30 Leute sitzen oder nicht. Das ist halt dem Thai egal. Das zweite Problem ist, du kannst einen Thai nicht anschreien. Wenn ich jetzt einen Thai anschreie, in dem Moment verliert der sein Gesicht. Weil da stehen ja noch andere Thais rum und hören das auch. Und das Hauptproblem in der ganzen Geschichte ist, der haut ab, erzählt das überall rum und du findest keine Angestellten mehr. In Thailand, den Tsunami, habe ich ja nun komplett mitgemacht. Während des Tsunamis war ich tauchen. Hab dann ungefähr einen Monat die Leichen aus dem Wasser geholt, nach Leichen getaucht. Jeden Tag eine Flasche Jackie, jeden Tag ein Gramm Koks. 2 Selbstmordversuche hinter mir gehabt. Und dann kam RTL Stern TV, die haben dann einen Bericht über mich gemacht, einen Tag Tsunami. Und die haben mich dann auch ausgeflogen. Ansonsten würde ich heute auch hier nicht mehr sitzen. Und habe dann 3 Monate Traumatherapie gemacht. In der Zeit des Leichenbergens war es halt so, dass du unheimlich viele Kinder hattest, die du natürlich auch tot geborgen hast und viele Kinder, die da rumgelaufen sind und gar keinen mehr hatten. In der Zeit ist halt die Idee mit diesem Kindergarten entstanden. Da gab es ein deutsches Kinderhilfswerk, mit denen haben wir uns dann kurz geschlossen und haben das ganze Projekt zusammen gemacht. Das waren 120 Kinder und ich habe da halt 8 Jahre mein Geld und meine Zeit reingesteckt, was auch eine schöne Zeit war. Was mir auch eine Aufgabe gegeben hat, was mich auch im Endeffekt von den ganzen Scheißgedanken ein bisschen weggebracht hat. Weil wenn ich in den Kindergarten kam, Seven, und die wussten halt auch alle, was sie an mir haben, weil die haben neue Betten gekriegt, neue Schulranzen, neue Fernseher, neue DVD-Player. Habe ich denen halt alles gekauft und das hilft halt schon unheimlich weiter. Und die Thais, wenn den Thais in der Familie was passiert, stehen die alle zusammen und jeder reißt sich für den anderen den Arsch auf. Aber bei den Kindern ist es ja so, die gehörten zu keiner Familie. Wenn natürlich der Mönch morgens vorbeikommt, der kriegt sein Geld, der kriegt sein Reis, der kriegt sein Essen. Das hat aber was mit dem Buddhismus, mit dem Glauben zu tun. Aber wenn du halt jetzt so Tsunami-Waisen hast oder überhaupt Waisenkinder, ist halt schwer, die Thais dafür zu begeistern, halt zu helfen, was zu machen oder so. Das ist halt echt schwierig. Aber ist halt so, kannst du nichts machen. Warum bin ich nach Deutschland zurückgekommen? Das ist ganz einfach. Und zwar hast du in den letzten Jahren in Thailand einfach die Veränderungen gesehen. Das hat damit angefangen, dass es abzusehen war, dass der König stirbt. Und der Junior hasst uns Farangs, das heißt Ausländer, wie auf Bali heißt es halt Bolem, dass der uns überhaupt nicht leiden kann. So, und er hat ja in der Bangkok Post hat er noch 2 riesen Interviews gegeben und hat geschrieben, kommt, macht Urlaub und verpisst euch dann wieder. Und das war halt schon ziemlich deutlich. Vor 15 Jahren hast du halt für 1 Euro, sagen wir mal, 50 Baht gekriegt. Die letzten Jahre waren es halt nur noch 35, 34 oder 36. So, und wenn ich sehe, ich war ja General Manager von einem Hotel. Ich habe meinen Biergarten gemacht, ich hatte den Kindergarten, bin noch tauchen gegangen und habe ab und zu noch Touren gemacht. Das heißt, ich hatte meinen 13, 14, teilweise 15 Stunden Tag. Wochenende gibt es nicht. So, und wenn ich dann halt nach dem Jahr gesehen habe, okay, die Miete ist bezahlt,
Meine Angestellten haben ihre Kohle und das ist jetzt noch übrig? Und dafür habe ich mir so den Arsch aufgerissen und da habe ich mir dann gesagt, okay, warum? So, und dann kam halt wirklich der Punkt, wo der König gestorben war und da hast du halt sofort gemerkt, die Veränderung, weil die Thais haben den neuen König und das kannst du auch ganz offen heutzutage in Thailand fragen, die mögen den alle nicht. Damals über den König zu reden, war absolutes Tabu. Dass, wenn du nur auf den Geldschein getreten hast, haben die dich in den Knast gesteckt. Oder wenn du dem König einen Schnurrbart gemalt hast auf dem Geldschein oder auf dem Bild, bist du in den Knast gegangen für 20, 30 Jahre. Und heute sagen die Thais klipp und klar, wir können den nicht leiden, der macht nichts für uns. Und das war dann für mich auch der Punkt zu sagen, zu gehen. Und ich kriege ja jeden Tag den Wochenblitz. Das sind die thailändischen Nachrichten, Deutsche. Und wenn ich das lese, was da steht, sage ich mir, alles richtig gemacht. Ich war dieses Jahr zum Drehen wieder drüben, habe dann einen Werbedreh gemacht für zwei Hotels und in Bangkok haben sie die ganzen Garküchen, die ganzen Händler sind von den Straßen verschwunden, nur damit der Touri schön auf dem Fußweg laufen kann. Also teilweise hat sich, also Thailand hat sich megamäßig zum Nachteil verändert, definitiv. Die Botschaft zum Schluss. Boah, ganz ehrlich, werdet einfach alle mal ein bisschen ruhiger. Genießt einfach mehr das Leben und lebt einfach mal im Ausland, weil ihr werdet so ruhig, ihr kommt so schön runter und wisst einfach das Leben mal zu schätzen. Weil Arbeit ist nicht alles und sich über alles aufzuregen, ganz ehrlich, ist halt auch nicht alles. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und ich kann es halt sagen, weil ich habe da gelebt und ich habe die Mentalität gesehen und daran merkst du einfach, oder siehst einfach die Unterschiede und dann daran merkst du ja auch, was einem gut tut und was halt einem nicht gut tut. Und das muss jeder für sich selber rausfinden. Ich bin